Hi, boom, what it do you do, bro? Und wir sind wieder back mit einem neuen Video. Es ist wieder soweit und zwar haben wir heute ein neues Tinder Reaction Video. Und zwar heißt es Frankfurt Tinder, es tut mir leid, es wird immer schlimmer. Ob es überhaupt schlimmer werden kann, ist die eine Frage. Wenn euch diese Reactions gefallen, ja, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst und damit ihr alle Benachrichtigungen zu jedem einzelnen Video bekommt, die Glocke aktivieren, okay? Ey, ohne viel rumzuschnacken, gehen wir jetzt sofort da rein. Frankfurt Tinder Reaction. Ich bin wieder gespannt, was auf uns zukommt. Okay, jetzt besser. Sag mir, datest du sie? Ja, zeig doch Foto, Alter. Was, alles? Nein, Junge, lass mich doch reden. Nein, 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 nein. Keine schwarze Schwester! Keine schwarze... Nein! Mm-mm. Mm-mm. Okay, okay, okay. Okay, egal, egal. Schauen wir uns an. Was ist mit dir? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Hey, du bist 15! Alle! Bin ich schon seit auf Alle. Alle. Ey, mach mal zuerst dein T-Shirt zu, man sieht dein ganzes BH, man hat gerade deine gesehen. Ja, ich bin mein... Hat sie mit der Schwarzen so... Oh mein Gott, GG's, Bro. Mein Bruder fremdgegangen. Crazy! Was war das? Pumpkin Monkey, ich feiere das Mai-Zahl, das genau meiner Art entspricht. Bro, du willst mir sagen, die haben Pumpkin Monkey einen Star gegeben, als wären wir in Hollywood? Bro ruiniert mit seinen Videos den Ruf von Frankfurt. Alter, er kriegt einen Stern auf dem Walk of Fame. Bruh, okay, hey. Ah, double motion, I guess. Boah, crazy. So, Ladies and Gentlemen. Boah, dieser Egg-Tube ist wieder da, Digga. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt. Okay. Wir sind wieder mal Tinder auf meine Art. Ich würde sagen, wir babbeln gar nicht lange rum. Wir checken einmal unsere Mädels an. Okay, lass die Frauen angucken, Chan. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Das ist echt eine Blamage. Boah, krass. Und jetzt die Jungs. Vier. Oh, krass, Alter. Oh mein Gott, es wird... Warte, nein. Warte. Krass, und jetzt die Jungs. Boah, krass, Alter. Check, der hier macht niemals im Leben mit, oder? Check, der kann nicht mitmachen. There is no way, Bro. Oh, der ist maximal 14. Boah, der kommt einmal mit Kutte an, Digga. Boah. Oh nein, was sucht Abdi da? Was sucht Abdi da? Nein! Es wird ja immer schlimmer hier. Boah, der kommt einmal mit Kutte an. Das ist diese. Woher wusstest du, dass ich aus Äthiopien komme, bruh? Like, oder woher wusstest du, dass du Mali bin, bruh? Ey, na, ey, Chat, Pirat ist crazy, bruh. Ey, Pirat ist crazy, bruh. Boah, Steve, Pirat ist crazy, bruh. Krasser Typ, Digga. So, ich würde sagen, Tinder auf meine Art. Falls wieder jemand Pfefferspray, dann müssen wir abhauen. Ich würde sagen, Ladies first. Let's go. Die Pfefferspray, what? Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin An. An? An. Okay, freut mich. Ich bin An. Aus. Woher kommst du? Nähe Frankfurt, also Nidderau, Hanau. So okay, für dich ist das Video okay? Ja, ja. Haben wir dein Einverständnis? Ja. Gut, check mal diesen Jigo einmal von oben bis unten ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder, Chat, warum sieht er aus wie so ein... Wie so ein Mafia-Mitglied aus GTA-RP, Bro? Er ist nicht dieses Mitglied aus irgendeiner Familie aus RP, bruh. So, sag mir, würdest du ihn daten? Na, glaub nicht, sag ich ehrlich. Nein. Der macht ein bisschen zu sehr einen auf. Er denkt breit und so, dick und so. Weiß ich nicht. Er denkt, er wäre? Ja. Du denkst, du wärst es. Ich schieße nicht, aber ich chill mal ein bisschen. Guck mal. I gonna smash everybody. Boy sent me like location, location. I gonna come. Whatever you want. Doesn't matter. Brooklyn or Moscow. I gonna come. Du bist ein kleiner Was? Mann. Chill ein bisschen. Tut mir leid. Chill ein bisschen. Guck mal, wie du da stehst. Schreib uns mal deine Typen. Groß auf jeden Fall. Er muss nicht breit sein, so groß, Style. Charakter muss stimmen, weil ansonsten bockt nicht. Weißt du, Charakter macht Leute hässlich teilweise. Deswegen, man muss gucken. Also das, was sie sagt, alles schon gut, aber warum redet sie so wie so ein NRW-Endgegner aus Düsseldorf, Bro? Like, Bro, red doch normales Deutsch. Dann hören wir uns mal die Meinung von drüben, Mann. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich heiße Ivan Ali Galinov Nikolaev. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Ich glaube, es wird jetzt hässlich. Datest du sie? Es wird hässlich. Ich habe sie gerade abgecheckt von oben bis oben, Bruder, aber nein. Wallah, die sagt, ich wäre für einen Junge zu klein.
die ist für ein Mädchen zu groß, wallah. Ich will nicht jetzt so schießen, miesen, einen auf coolen Mul. Ich muss nicht cool sein, weil ich bin schon cool. Guck mal, was die macht, guck mal, was die macht. Zeig mal, guck mal. Wer ist das? Er. So siehst du. Aber er macht so. Was ist er? Er ist so, aber er macht so. Yeah. So, wenn du allein schon normal läufst. Was willst du jetzt machen? Müller, Bruder, wallah. Oh. Oh. Was machst du jetzt? Warum denkst du jetzt einmal ganz leicht? Mach deine Fresse zu, wenn du nicht willst, dass ich dich expose, dann hältst du jetzt deine... Ey, warum schreist du? Du bist 2 Meter. Am Anfang, er kommt noch zu mir und sagt so, ja, aber sag mal bitte nichts gegen mich, ich will mich nicht blabieren. Jetzt, er redet! Chat, das ist das Problem, warum die Black Community niemals an einen Strang ziehen wird, Bro. Das ist das Problem an der Black Community, Chat. Bro mischt sich ein, beleidigt diejenige, die in seinem Team spielt. Und jetzt kommt diese Geschichte raus, ne? Wir müssen nicht mal einen Grund haben, aber wir versuchen uns immer gegenseitig irgendwie zu zerstören, Bro. Was denkst du, wer du bist, Digga? Ohne Spaß. Walla, ne, für 5 Euro, die macht alles. Seht ihr? Bruder, Abdi muss chillen mit damit, Bruder. Abdi, bruh, come on now. Bruder, Abdi, come on now, bro. Bruder, guck mal, ich bin ja heute da und ich hab eine Sache. Mein Signing, schau, komm mal her. Der ist der krasseste. Was passiert? Warum, was passiert? Bruder, die sagt, ich werfe Bull und so, dies und das. Diss die mal kurz. Nach dem Video. Mach eine, komm. Was soll ich sagen, Bruder? Nee, sag irgendwas, diss die. Kommt da noch was? Wer trommelt da? Es wird Parts, so wie 50 Cent. Du siehst aus wie der vercrackte Slenderman. Warum fängt Bro an zu rappen? Hab ich was verpasst? Mann, das verbrannte Lines, Bro. Aber absolut verbrannt. Bro fängt einfach aus dem Nichts an zu rappen. Hä? Wie heißt du? Heißt du Abdul Ghadil bil Kharouf? Ohne Spaß, der Wein gleich. Okay, lass uns mal weitermachen. Es ist sofort eskaliert. Wir gehen ein zweiter. Okay. Alles klar? Stell dich mal vor. Erst Mensch tot. Diana, ein Zwanzig aus Berlin. Diana und so? Ja, Chat, ich glaube, die sieht eigentlich lieb aus so. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt so schlimm sein wird auf den, oder? Ich glaube, die wird... Anna und so. Weißt du, was du heute machst? Ja, hier in diesem Video? Tinder auf deine Art. Normal, alle. Abchecken, so sieht's aus. Von oben und aus Berlin. Oh, gegen Abdi, Bro. Oh, oh. Würdest du Steve Urkel daten? Der fühlt sich zu sehr. Der fühlt sich zu sehr? Ja. Was meinst du damit? Guck mal, er sieht aus wie John Sins in klein, dünn und hässlich. Und mit einem Klein. Aber guck mal. Was? Ich will nicht schießen. Sag uns erstmal, wie alt du? 21. Du? Ja. Sicher? Ja, genau. Okay, wir haben auch dein Einverständnis. Genau. Auch von deinen Eltern? Ja. Okay, er ist nicht dein Typ. Nein. Beschreib mal deinen Typ. Mein Typ? Guck mal nach hinten, vielleicht einer von denen. Was, ich? Ja. Oh my God, bro. Ich nehme alles zurück. Meine Prediction war eine L-Prediction, bro. L-Prediction, bro. Nein, Spaß. Kameramann. Wir hören uns die Meinung von ihm an. Komm. Boah, Playboy, stell dich vor. Assalamu alaikum, scheiß Player. Aleikum salam. Manche kenne ich, manche nicht, aber ich möchte dich, ja. Du bist fresh. Wer kennt ihn, Bro? Check mal Diana einmal von oben bis unten ab. Check sie ab. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Auf gar keinen Fall, Bruder. Weißt du warum? Warum? Bruder, wer sie findet, ist sofort zum Fischen, Bruder. Abdi benutzt einfach irgendwelche Sprüche, die er auf dem Grundschulhof gehört hat. There is no way, dass er das gerade gesagt hat. Ich hab nicht gehört. Was? Kannst du wiederholen? Wer dich hat keine Hände. Also ist sofort zum Fischen. Ja, nee, dein Vater. Anne, du Janne, warum kommst du nicht mit der Wahrheit klar? Lass mich stehen. Du 1,60. Respektlos, ohne Spaß. 1,60 was? Seine Eltern haben ihn nicht erzogen, ich schwöre. Ohne Spaß, der redet zu viel. Guckt ihn euch an, ist ein kleiner Mann. Genauso klein wie Müller, du bist 2 Meter. Hat er gerade Gorilla zu ihr gesagt?
Hat er gerade Gorilla zu ihr gesagt? Na, Gorilla ist crazy. Ey, man, Gorilla ist crazy, bro. Also, du sagst auf keinen Fall? Bruder, auf gar keinen Fall und die erst recht nicht, Bruder. Guck mal an die, ne? Ich will gar nicht so beleidigen oder sowas, ne? Aber warum müsst ihr euch vor der Kamera so verstellen, einen auf cool machen? Gebt doch einfach eure Meinung, sagt boah, nein, er gefällt mir nicht. Safi, ihr müsst doch keine Filme machen, ist doch alles gut. Bro denkt, der hat diese Friedensrede gerade gesprochen, Bro. Shut up, bro. Shut up, bro. Du hast doch gerade auf Mann getan von Kamera. Ich war sportlich ein Battle. Ich meine meine Sachen doch gar nicht ernst, die ich sage. Seid doch einfach cool, gibt eure Meinung, sagt nein, er gefällt mir nicht. Warum müsst ihr auf Kamera sein, auf cool machen? Ich sag, er gefällt mir nicht. Was hat geredet? Bleib doch einfach respektvoll. So alles gut. Guck mal, du kommst rein. Erstmal, du musst nachdenken. Was sag ich jetzt? Um einen auf cool zu tun? So. Und dann stehst du da. Stellst dich so hin, als würdest du jetzt rappen oder Freestyle oder sowas. Du musst auch hart verkacken und dann redest du. Und dann gehst du raus, wenn man was zurücksagt. Du bist sauer. Wenn man was zurücksagt, du fängst an zu weinen oder so. Was ist los mit dir? Warte. Ich will was sagen. Guck mal, du schießt gerade einfach ohne Grund gegen mich. Ich hab gar nichts gegen dich gesagt oder so. Ich hab nur eine Bro, das ist so eine Yap-Session gerade. Wenn du jetzt so reagierst, ist deine Sache, so Safi. Ich wurde erzogen. Wenn du mit mir redest, guck mir in die Augen. Oh, schrei noch lauter. Ich hab keinen Respekt vor dir, deswegen guckst du auch nicht in die Augen. Ein Mann hat Respekt vor einer Frau. Bist du weder kein Mann? Wir haben Ramadan, ne? Bei Iftar. Ich geb dir Bananen, Bruder. Warte, er gibt ihr Bananen, weil die ein Gorilla ist, oder er gibt ihr Bananen, weil er aus ein Somali ist, bruh? Like. Was meint er jetzt damit? Wirklich AfD-Werbevideo, bro. Okay, ganz kurz. Guck mal, ihr müsst mal auf Ernst, ihr müsst alle seine TikToks abchecken. Dann er darf nicht über Ramadan, Allah oder irgendetwas reden. Er ist der Fitnermacher auf seinen Namen. Du bist wie kannst du Deutsch? Sagen! Du kannst nichts anderes sagen, außer er ist nicht ein Blabla. Du hast doch einen TikTok gepostet. Du meintest, Freundin fremdgehen, hallo? Hör doch mal kurz zu. Hörst du mal zu, alle? Alle, du hast doch einen TikTok gepostet, wo du What meintest, the fuck? Freundin fremdgehen und so. Warum redest du da von Ramadan? Guck mal, ich hab Freunde, ne? Ich hab eine Freundin. Was machst du hier? Fremd, die sind erzählen. Bruder, warte mal. Bro redet von Ramadan. Ist vergeben. Macht bald ein Tinder-Video mit und gibt ganz offen und ehrlich zu, dass er ihr fremd geht. Bruder, diese TikTok-Jugend, Bruder, verbrannt. Sag nicht Ramadan! Bruder, sie redet gerade über Fremdgehen. Davor, vor Kamera, wo die Lache im Mund hatte, erzählt sie, dass sie ihren Freund mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Ah! What? Warum sagt sie es jetzt so stolz? Was? Nein, ey. Ey, verbrannte Generation, ey, alle Brandzeichen rein. Ich glaube, diese Jugend ist einfach gebrandmarkt. Die können es nicht anders, Bro. Sie hat wirklich offen und ehrlich gerade zugegeben, da. Jetzt denkst du, die schwarze Schwester, ey, ich hab dich die ganze Zeit verteidigt. Was machst du für eine Scheiße? Aber auch nicht vor Ramadan, weißt du? Doch, bist du stolz? Ja, ich bin stolz. What? Kann ich weitermachen? Ja, Wallah, ja, weitermachen. Digga, hast du schon mal dich angesehen, wie du aussiehst gerade, Digga? Hä, du sagst doch auch die ganze Zeit, Wallah. Astaghfirullah. Hör zu. Ich will... Hör mir mal gut. Die beiden, ich brauch die gar nicht. Das sind schon Punchline genug. Bro, no, what? Alle, du sagst, ich spaß, Schwab. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Wie wär? Ey, na. Also, Bro. Diese, die Lara Thaler Hoon Girls haben sich mittlerweile so weit entwickelt, dass sie sogar schon oben in Berlin angekommen sind. So spricht keine Berlinerin, Bro. Und das ist nicht Rap am Mittwoch. Bro, what? Spongebob! Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin nicht Spongebob.
Ja, guck mal, ich seh aus wie Patrick, weil die Spitze von meinem Kopf war an deiner Mutter drin, deswegen. Hast du dich gerade noch von Ramadan geredet? Ja. Hä, ich hab dich mal einen Satz gesagt. Oh mein Gott. Du rede gar nicht. Heul leiser, heul leiser. Oh mein Gott, halt dein Ganze, Digga, keiner mag dich, checkst du's nicht. Checkst du's nicht. Du sagst, Leute schießen gegen dich rassistisch, du sagst lustig und so, ne? Sei mal leise, mach da lang zu, Digga. Digga, wer bist du auf einmal? Jetzt warte mal, warte mal, Bro. Und beleidigen. Wie geil ist dieser Kameramann, Junge? Das ist Bruno, der Kameramann. Niemals was gegen Schwarze, ja? Ey, ich mein's ernst. Die Madame muss wirklich, keine Ahnung, ob sie den Kontext von manchen Sachen nicht so versteht oder ähnliches. Aber es geht hier gerade um ihre Ehre. Und sie redet irgendwie davon, dass sie einen Kameramann klären möchte. Nein, wir lieben Schwarze. Wir lieben Black Lives Matter. Black Lives Matter, Chat. Black Lives Matter in the Chat. Hi. Stell dich mal vor. In diese Latte? Check, guck mal, die ist doch viel. Das ist doch so eine. Das ist doch so ein Blümchen. So, warum ist sie in einem Frankfurt-Tinder-Video? Sie wird jetzt gegen irgendwie Abderrahim jetzt antreten und er wird sie von A bis Z beleidigen, so dass sie ihr Leben danach hasst. Sag mal nochmal. Lieselotte. Lieselotte. Achso. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Warum nicht? Ist tatsächlich nicht mein Typ. Aha. Mhm. Und ich bleib meinem Ex immer noch treu. Nee. Also, wenn ich davon geredet habe, dass die Jugend verbrannt ist, weil sie fremd geht und sonst was, war jetzt nicht damit gemeint, dass man den Ex treu bleiben soll, weil warum ist es dann dein Ex, bruh? Nee, ich bleib ihm treu. Was war denn dein Ex für ein Typ? Albaner, Shiptalk. 1,90. 1,90? Singwart. Fußballspieler. Okay. Ja. Gut, dann hören wir uns die Meinung. Bitte. Bro, what? Stell dich mal vor, ich bin das beste Trikot der Welt an. Dein Herz, Bruder, danke. Jim Bom Bom. Jim Bom Bom. Okay, check sie mal ab von oben bis oben. Ey, Chat, mein Arm tut mir so weh. Wow. Also, ich bin ehrlich, sie sieht ganz nett aus. Aha, sympathisch. Eine sympathische Aura zu haben. Sehr schön. Aber ist nicht mein Ziel. Ah. Er hat das so schön gemacht, einen Applaus. Ah. Ja, so macht man das. Was ist dein Problem? Nein, der liegt. Nein. Was habe ich jetzt gerade gesagt, was so verwerflich war, dass du so machst? Ich applaudiere nicht für dich, ich applaudiere nicht für dich. Du bist fake, du bist inbegriffen. Das ist L. Hayden, bruh. Guckst nach unten, wenn du schießt, guckst nach unten, wie ein Hund guckst du nach unten, ne? Guck mal, ich will gar nicht mit dir reden, so. Lass mich einfach in Ruhe, so. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann gar nicht mal mit dir geredet, hey, Mann. Gell, ey, ich mein's ernst, hä? Was ist das für L. Fitner? Warum mischst du dich jetzt ein, hä? Warum mischt sie sich jetzt da sinnlos ein, Bro? So, hä? Haben die geredet? Also halt doch im Prinzip doch meine Fresse. Steht doch gerade. Du bist so ein Opfer. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Alles, was du machst, ist lustig, Digga. Man kann nur über dich lachen. Was? Guck mal, okay. Über mich kann man lachen, ne? Über dich muss man weinen, weil man dich so sieht. Sag ich dir. Über dich muss man weinen. Okay, dein Deutsch auch perfekt. Ist sie so schön? Ist sie so schön? Nein, ich weine, dass es so... Ich weine, dass... Walla, SpongeBob, sorry. Sorry, dass du kein Selbstbewusstsein hast. Ich liebe SpongeBob. SpongeBob ist meine Kindheit. Ja, du bist es doch. Ey, guck mal, du willst den ganzen Tag im lutschen, ja? Du willst nur... Schade dich nicht. Sag, du willst gern zu lutschen. Mike Tyson auf... Sei in deine Mutter, man muss da einmal reindippen. Hey, das hat sich das. What? Nah, Bro. Chat, die beiden Schwarzen, ernst. Dafür ist Martin Luther King nicht gestorben. Ja, dafür hat sich Malcolm X nicht eingesetzt. Dafür war Nelson Mandela nicht ganze 2 Jahrzehnte im Knast. Rosa Parks hat sich dafür auch nicht vor den Bus hingesetzt, Bro. Dass sie beim Frankfurt-Tinder-Video so eine Scheiße fabrizieren, Bro. Ich hab's doch schon mal gebracht, Bruder. Sie hat nichts mehr auf ihren Kopf aus Lines, Bruder, weil sie hat nur noch... Ja, das passt doch, das passt doch. Aber alle, das passt doch.
Okay, aber ganz kurz, du doch auch. Du sagst doch auch immer das Gleiche, oder nicht? Du sagst immer das Gleiche. Was hat er gesagt? Immer du fängst so an mit ihr oder so, ich check nicht. Jetzt redet doch keiner mit dir. Was denkst du, wer du bist, Junge? Geh mal raus. Guck mal, du sagst ganz kurz, sei mal leise jetzt, ich rede. So, du nennst mich Hund, aber du kommst erst, wenn dein Kollege sagt, komm mal her jetzt, wie ein Hund bist du gekommen. Hey, hör mal zu, wenn niemand... Kerim, Happiness ist... Red mal Deutsch, Digga! Mach dir hier ein Auge! Ich hab gar nichts gemacht! Warte, was sucht sein Young Ass da drinnen, Bro? Das ist kein positiver Einfluss für dich! Get your ass out of there, bro! Get your ass out of here, bro! Nicht nur deine, ja! Jetzt, Junge, lass mich doch reden! Was läuft mit dir? Guck mal, die kommen alle hierher und denken, die wären krass. Versuchen irgendwelche Chayas oder so im Internet zu klären dadurch. Denken, die M's oder so sind jetzt voll. Nein, Junge, guckt euch mal an, ihr seid alle hässlich. Keiner von uns ist hässlich, ich schwitze einfach. Meine schön, Autogramm gibt's später. Bruder, man denkt, die kommt gerade aus, Bruder. Wie so spät. Guck mal, ich bin 15 und ich hab mehr im Kopf als du. Du bist 15? Alle! Bin ich schon seit auf Anfang selbst nicht besser. Ey, darfst du eigentlich noch draußen bleiben? Was? Darfst du noch draußen bleiben? Draußen bleiben, seine Eltern erlauben ihn. Bombastik sein. Ey, nein, geht, ey. Bro, who is this, man? Ja, ich muss gleich nach Hause, ich muss gleich SpongeBob gucken. Ey, die sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Was hast du gesagt? Die kommt aus Berlin, weil ihm... Was hat der kleine Gab gesagt? Die sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Nein! Oh mein Gott. Oh. Bro! Get your ass on, man. Seht ihr, das meinte ich, das ist ein schlechter Einfluss. Bro hat wahrscheinlich gerade sein erstes Wort im Leben gesagt. So wie er alle gesagt hat. What the? Die kommt aus Berlin, weil ihm. Ey, die sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Oh mein Gott. Die kommt aus Berlin, weil in Berlin kein zum Lutschen gibt. Verbrannt. Der Bruder ist verbrannt. Aber guck mal, ein für dich. Okay, ich bin vielleicht für Schatz gekommen, aber nicht für einen wie du. Dann hier, so! Auf deine Stirn kann man Mario Kart spielen. Das ist Revenge. Ich hol meine Rache. Beide gehen anschaffen an Konstabler Wache. Ist das verbrannt? Hast du Angst, Hops genommen zu werden? Guck mal, einer wie du, Kufi. Einer wie du, weil du keine Frau von hier freiwillig abbekommen würdest. Keine. Ihr wollt Leute nennen und ihr denkt, das wäre normal, aber dann... Wann hab ich es gesagt? Sag mir jetzt, wann hab ich es gesagt? Bro, das ist eine richtige Jab-Session, diese Folge. Ihr habt normalisiert, dass ihr irgendwelche Bulgaren, Rumäner nennen dürft, aber wenn dann irgendein Weißer euch schwarze N-Wort nennt, dann ist es auf einmal schlimm, aber wenn ihr irgendwelche... Hey. Meinte, Kufi weil du keine freiwillig abkriegen würdest. Sogar eine Kupfnote würde weinen, wenn du ihr einen 20 zahlen würdest. Weil du hast mal einen 20 in Schein. Ja, keiner will mit dir. Guck mal, ich schwitze. What the fuck? Was geht? Nix. Alles klar? Ja. Wollt ihr auch dabei sein? Komm mal her. Okay, haben die aber schon im Spiegel geguckt heute? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Ihre Spiegel ist kaputt. Ja, hab ich. Voll. Frag sie mal auf Portugiesisch, ob sie diese Jungs daten würden. Ich spreche kein Portugiesisch. Okay, ich bin Trillonias. You can speak English? Ja. Ja, sagt sie. Du kannst auf Deutsch reden, ich antworte. Sag ihr mal, wen würde sie von Jungs daten? Kein. Guck mal, die Abla, ich würde die nicht daten, aber die sieht ganz okay aus, aber die ist viel älter als ich. Hä? Aber du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Was? Ich werde 17. Ich bin auch erst 18. Ist 18? Ich dachte, die wäre 30 oder so. Ich böse gemeint. Alter. Ja, sieht sie denn aus? Ich dachte, sie wären so 20, 21. Soll keine Beleidigung sein, ich meine damit so, dass du gut aussiehst, weißt du? Deine Schnauze, ich schwöre, Junge! Digga, kommst du aus irgendeiner Ecke, Zuschauer, Fan oder so, und denkst, du könntest reden? Ey, mach mal zuerst dein T-Shirt zu, man sieht dein ganzes BH, man hat gerade eine gesehen. Na, ey, she guckt. Sie ist verbrannt. Geh nach Hause. Das kannst du, GG's, Bro, GG's. Sie ist verbrannt. GG. Bro, na, at this point, bro, nach dem Video, das ist keine Black Queen, bro, das ist, she just black, bro, like, what the fuck, bro, so benimmt sich keine Queen, bro, lass es doch einfach sein, warum will sie sich mit ganz Frau verzeihen beefen, bro, she cooked, bro. Ich auch gar nicht schief an, man sieht eine ganz... Man sieht dein BH, okay, bei mir das habe ich auch schon. Aber Hauptsache, ich habe meine Haare dazwischen. Man hat gerade deine ganze gesehen. Kein Fett, sag ich ehrlich. Wenigstens sieht man kein Fett.
Ich verstehe nicht, wie Pumpkin Monkey das aushalten kann. Der macht wenigstens noch vernünftigen Eindruck, sage ich immer wieder. Das stimmt.